und Herren, herzlich willkommen zu unserem nächsten Programmpunkt. Jüdische Väter, jüdische Kinder. Mein Name ist Alina Gromova, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin in den Akademieprogrammen im Bereich Migration und Diversität. Und dieser Bereich beschäftigt sich zum einen mit dem Zusammenleben in den pluralen Gesellschaften und mit Perspektiven verschiedener Minderheiten. Wir reden heute über das Thema der sogenannten Vaterjuden. Als Vaterjuden werden diejenigen bezeichnet und von wem sie so bezeichnet werden, darüber werden wir gleich auch sprechen, diejenigen, die einen jüdischen Vater haben und eine nicht-jüdische Mutter. In Deutschland leben heute schätzungsweise zwischen 200.000 und 250.000 Jüdinnen und Juden. Und etwa die Hälfte von ihnen sind Mitglieder der jüdischen Gemeinden. Unter der verbleibenden Hälfte sind zahlreiche Jüdinnen und Juden Vaterjuden. Dass sie halachisch betrachtet keine Juden sind, und Halacha ist die jüdische Gesetzgebung, wird ihnen Mitgliedschaft in den Gemeinden verwehrt. Von der nichtjüdischen Mehrheitsgesellschaft werden sie allerdings als Juden betrachtet. Und sehen sich selbst auch häufig als Juden und Judinnen. In Deutschland ist das Thema der Vaterjuden immer noch ein Tabuthema. Und dabei ist das Thema heute mit Selbstverständlichkeit interkonfessioneller Ehen aktueller denn je. Wie verschiedene Akteure mit dieser Situation umgehen, aber vor allem wie die betreffenden Menschen, also die Vaterjuden, selbst damit umgehen und welche Konsequenzen ihrer Status für ihre Identität hat, darüber wollen wir heute diskutieren. Und ich freue mich sehr, heute drei sehr kompetente Expertinnen und Experten eingeladen zu haben, die ich Ihnen vorstellen möchte. Ganz rechts von mir sitzt Frau Dr. Ruth Seifert. Ruth, du bist in Frankfurt aufgewachsen, du bist Tochter eines israelisch-jüdischen Vaters, du bist Soziologin und Projektmanagerin und 2017 erschien dein wunderbares Buch, deine Doktorarbeit, die ich damals verschlungen habe, mit dem Thema Nicht ganz koscher, Vaterjuden und Deutschland. Und das ist die erste Monographie, die zum Thema Patrilinearer oder Vaterjuden es ist eine beeindruckende Pionierarbeit in diesem Feld, würde ich sagen. Darin schreibst du über den Bezug von Menschen patrilinearer jüdischer Herkunft aller Generationen seit der Shoah zu einer jüdischen Identität. Und außerdem publizierst und forschst du zu, wie du selbst schreibst, zu teiljüdischer Herkunft, aber auch zu anderen Themen des Kontakts zwischen jüdischen und nichtjüdischen Deutschen. Und gerade ist auch ein Artikel von dir erschienen zum Thema Großvaterjuden. Es geht darum, jüdisch und nicht-jüdisch in der zweiten Generation. Das ist ein Thema, worüber bis jetzt noch gar nicht gesprochen wurde. Herzlich willkommen. Links von mir sitzt Frau Dr. Lea Wohl von Haselberg. Lea, du bist Film- und Medienwissenschaftlerin und hast in Frankfurt am Main studiert. Wir haben hier also eine Frankfurter Connection in Berlin. Schön. Du hast in Hamburg und Haifa und in Israel promoviert über jüdische Spielfilmfiguren in westdeutschen Film und Fernsehen. Und seit 2007, und ich hoffe, das ist noch aktuelle Information, bist du am Forschungsprojekt beteiligt zu Arbeitsbiografien jüdischer Filmschaffender in der BRD an der Filmuniversität Babelsberg. Bitte? Seit 2017. Du forschst und schreibst zu deutsch-jüdischen Themen und zur Erinnerungskultur. Und 2015 hast du wiederum ein Pionierwerk herausgegeben, hybride jüdische Identitäten, gemischte Familien und patrilineare Juden. Und das ist wieder genau so wie die Arbeit von Ruth, der erste Sammelband in diesem Feld. Und du bist außerdem Mitherausgeberin des Magazins Yalta, Positionen zu jüdischer Gegenwart. Herzlich willkommen. Und jetzt komme ich zu dir, lieber Kostja, Rabbiner Konstantin Pahl. Du bist aus Moskau nach West-Berlin gekommen im Jahr des Mauerfalls 1989. Du hast jüdische Studien, Religionswissenschaften und Slawistik in Potsdam studiert. Daher kennen wir uns, sehr lange her. Und zwischendurch hast du in Israel studiert.
Du bist gleichzeitig zu deinem Studium hast du außerdem geschafft, eine Rabbinerausbildung zu absolvieren am Abraham-Geiger-Kolleg in Potsdam, an dem liberale Rabbiner und Rabbinerinnen ausgebildet werden. Und du wurdest 2010 zum Rabbiner ordiniert. Danach warst du bis 2014 Landesrabbiner der jüdischen Landesgemeinde Thüringen. Und 2016 hast du außerdem ein zweites Studium beendet mit Schwerpunkt Non-Profit Management und Interkulturalität. Heute bist du, wir sind gleich fertig, aber noch nicht, heute bist du Koordinator vom Schatz-Matz-Programm der Allgemeinen Rabbinerkonferenz. Das ist ein Programm, das Gemeinden ohne einen Rabbiner oder Rabbinerin eine rabbinische Betreuung ermöglicht. Außerdem betreust du in Berlin die unabhängige Synagogengemeinde Beit Haskala Berlin. Die Gemeinde vertritt Ziele des progressiven und des Reformjudentums und ist Teil der Union progressiver Juden in Deutschland. Herzlich willkommen. Okay, bevor wir in die Diskussion einsteigen, wollte ich ganz gerne einfach kurz auf die Schwerpunkte eurer Arbeit eingehen. Kannst du dich ein Stück nach hinten setzen, damit ich Ruth auch sehen kann? Danke. Ruth, du sagst, auch in deiner Arbeit schreibst du, dass patrilineare Juden keine greifbare Gruppe sind. Es existieren keine Netzwerke, es gibt quasi keine Orte, wo man hingehen kann und diese Gruppe dort findet. Kannst du uns ein bisschen darüber erzählen, wie bist du an deine Interviewpartnerinnen herangekommen bei deiner Forschung und nach welchen Kriterien hast du Leute ausgesucht? Hat das gereicht, dass sie einen jüdischen Vater hatten oder gab es noch andere Kriterien? Es musste reichen. Wie geht es an? Geht an? Ist an. Es hat einfach so gereicht. Es war Zufall. Also ich bin an meine Interviewpartner durch Zufall rangekommen. Das Internet war noch nicht so ergiebig. Fand ich, damals gab es auch, weil du vorhin schon gesagt hast, das Stichwort Vaterjuden, gab es den Begriff auch noch nicht. Ich habe ganz schön lang gesucht nach Kinder jüdischer Väter und nicht jüdischer Mütter. Das ist irgendwie ja so ganz ellenlang und da findet man natürlich nichts. Ich habe dann halt über Hörensagen, irgendwie hat jeder jemanden, der jemanden kennt, und so habe ich ein paar gefunden und habe dann festgestellt, dass das, was ich am Anfang machen wollte, gar nicht funktioniert hat, also das Sample, sondern dass ich dann, irgendwann hatte ich von drei Generationen jeweils 3-4 Interviewpartner und habe dann gedacht, so, jetzt mache ich das. Und war es das. Du hast gerade erwähnt, dass es den Begriff damals noch nicht so wirklich gab. Und Lea, du schreibst in deinem Buch, dass Menschen aus gemischten Familien, in Anführungsstrichen, sich nicht als Gemeinschaft verstehen und dass es auch noch keine funktionierende Selbstbezeichnung gibt. Warum, gleichzeitig sagst du aber, es ist wichtig und notwendig, sich selbst benennen zu können. Warum hältst du eine solche Notwendigkeit für wichtig und welche Selbstbezeichnungen gibt es da inzwischen oder über welche wird nachgedacht? Ja, also Ruth hat das ja schon angedeutet. Als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, gab es natürlich den Begriff der Patrilinearität und der Vaterjuden schon, aber der war alles andere als geläufig. Und sich selbst zu bezeichnen, das hat ja was mit Empowerment zu tun, also mit einer Ermächtigung zu sagen, ich bin jemand, der einen Namen verdient sozusagen. Und dass das vorher nicht passiert war, hängt natürlich damit zusammen, dass eben, das wird auch in Ruths Studie sehr deutlich, die Menschen das Gefühl hatten, sie sind die totalen Einzelfälle. So. Und wenn man sich aber die Statistik anguckt in Deutschland, also gehen wir bis 1945 zurück und nicht davor, aber dann muss man einfach sagen, für die Bundesrepublik, also für Westdeutschland, die Quote der jüdisch-nicht-jüdischen Ehen ist wahnsinnig hoch. Also wir sprechen überhaupt nicht über eine kleine Minderheit, sondern wir sprechen darüber, dass eigentlich statistisch gesehen fast alle Familien in den jüdischen Gemeinden auch Familienmitglieder haben müssen, die mit nicht-jüdischen PartnerInnen verheiratet sind oder zusammenleben. Das heißt, es ist eigentlich ein Thema in der Mitte der jüdischen Community, würde ich sagen. So. Aber die Menschen wissen es nicht, sondern in dem Moment, wo sie sich außerhalb jüdischer Institutionen bewegen, fühlen sie sich vereinzelt. So. Und deswegen habe ich das so ein bisschen stark gemacht in dem Buch, was ja sozusagen mein Buch ist, weil ich es herausgegeben habe, aber ich habe es ja nicht geschrieben, sondern ich bin ja keine Sozialwissenschaftlerin. Die wunderbaren Autorinnen haben sozusagen einen Blick in ihre Forschung gegeben.
Aber das Vorwort hast du, oder das, die Einleitung hast du geschrieben. Und um so ein Buch zusammenzustellen, braucht man schon sehr viel Expertise. Also ein großer Respekt meinerseits. Kostja, du bist Mitglied der Allgemeinen Rabbinerkonferenz. Und in der Allgemeinen Rabbinerkonferenz gilt die halachische, also die jüdische gesetzliche Definition: Jude ist, wer eine jüdische Mutter hat oder zum Judentum übergetreten ist. Und zugleich wird Kindern jüdischer Väter der jüdische Status und damit der Eintritt in die jüdische Gemeinde ermöglicht. Magst du uns mehr über diese halachische Regelung verraten? Und auch wissen wir, dass Übertritt zum Judentum ein sehr langer Prozess ist in der Regel. Wird es für die Kinder jüdischer Väter erleichtert im Rahmen der Allgemeinen Rabbinerkonferenz? Ja, also das Gesetz ist klar definiert. Jude ist, wer eine jüdische Mutter hat oder vor einem ordentlichen Rabbinatsgericht zum Judentum übertritt. Da kann man sich wieder streiten, ob die nicht-orthodoxen oder welche orthodoxen Gerichte ordentlich sind, welche anerkannt sind. Das ist eine innerjüdische Thematik, die wird immer gehen, von heute bis in die Ewigkeit. Weil die einen sagen, naja, ihr seid uns nicht gut genug und ihr seid uns zu gut. Also oder. Unser Ziel oder unsere Vorstellung in der Allgemeinen Rabbinerkonferenz und ich denke auch von allen meinen Kollegen, die in der Konferenz sind, ist, diesen Kindern von jüdischen Vätern, also die halt laut dem Gesetz keine Juden sind, wobei die immer öfters oder fast immer jüdisch sozialisiert sind, immer in den Gemeinden mit aufwachsen, sagen, einen Eintritt ins Judentum zu ermöglichen, beziehungsweise denen dann hinterher, wenn die sozusagen genug integriert sind, einfach nur zu sagen, okay, hier hast du den Stempel und kannst weitermachen, wie du vorher gemacht hast. Es gibt verschiedene Modelle in verschiedenen Gemeinden. Es ist nicht so, dass man sich vorstellen muss, dass ein Kind von einem jüdischen Vater und einer nicht-jüdischen Mutter per se in der Gemeinde nicht willkommen ist. Es kommt auf die Gemeinde drauf an, es kommt immer auf die Menschen in der Gemeinde drauf an, wie sie das anstellen. Es gibt Gemeinden und nicht wenige, und ich werde jetzt keinen Namen nennen, wo zum Beispiel Kinder von nicht-jüdischen Vätern integriert werden, ab dem 6. also zum Unterricht gehen, in das Jugendzentrum gehen, sogar auf die Ferienlager fahren, obwohl das ein großes No-Go ist, dass da halachisch nicht jüdische Kinder mitfahren, aber die fahren damit. Die Kinder werden zu Bar Mitzwa oder Bat Mitzwa vorbereitet, also zur religiösen Reife mit 12 oder 13. Und sobald die kurz vor dem Bar oder Bat Mitzwa stehen, werden die vors Rabbinatsgericht geschickt und kriegen dann ihren Stempel, dass die Juden sind. Gängige Praxis in Deutschland wird natürlich nicht groß auf die große Glocke gehängt, aber es wird in Gemeinden gemacht. Ja. Okay, vielen Dank. Jetzt sind wir schon in diese sehr kontroverse Frage eingestiegen. Bleiben wir doch dabei. Ihr beide, Lea und Ruth, habt euch in der Presse auch zu der Frage mal geäußert, soll man Kinder lediglich jüdischer Väter und nicht jüdischer Mütter in die jüdische Ferienlager fahren lassen auf die Machanot? Ist das jetzt richtig? Ihr habt beide dazu was geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich zu den Machanot speziell was gesagt habe. Hast du. Laut meiner Recherche. Aber, dann wird es stimmen, wenn du das sagst. Wir tun jetzt einfach so, als ob. Du, auf jeden Fall hast du die These gehabt, dass falls man die jüdischen Ferienlager für die Kinder nicht jüdischer Mütter, Kinder jüdischer Väter nicht öffnet, wird das automatisch dazu führen, dass diese Kinder peu à peu ihre eigenen Netzwerke bilden werden und quasi sich, das hast du nicht geschrieben, dass sie ihre eigenen Ferienlager schaffen würden, aber trotzdem Orte für sich schaffen würden. Das macht nichts, aber das war ich. Ich weiß, dass du dazu auch was geschrieben hast. Das warst du auch, ja, das warst du auch, aber der hat auch was dazu geschrieben. Und die Frage richtet deswegen an euch beide, diese Netzwerke, sind die jetzt da, existieren sie oder werden sie langsam, entstehen sie langsam? Ist quasi, hat dieser Empowerment-Prozess, von dem du gesprochen hast, inzwischen eingesetzt? Ja und nein, um sozusagen, ich weiß, du siehst es vielleicht ein bisschen anders, Ruth, aber also ja und nein. Ich meine, wir haben die Zahlen gehört,
Es bewegt sich wahnsinnig viel bei dem Thema. Es hat sich auch sehr viel verändert in den letzten 10 bis 15 Jahren, würde ich sagen. Ich kann das bestätigen. Manche Gemeinden machen das so. Es passieren aber auch immer noch wirklich krasse Ausschlüsse. Und das ist wirklich gruselig, auch was für Geschichten Leute erleben und wie ihnen auch die Tür gewiesen wird und wie sie auch behandelt werden. Also das ist einfach so sehr divers, wie damit umgegangen wird. Es haben sich keine Netzwerke von patrilinearen Jüdinnen und Juden gebildet und das wird auch nicht passieren. Aber es gibt natürlich ein lebendiges jüdisches Leben außerhalb von Gemeindestrukturen. Und wenn wir sagen 200.000 Jüdinnen und Juden in Deutschland und ich glaube 2016 war das Jahr, als die Gemeindemitgliedszahlen das erste Mal unter 100.000 gesunken waren. 2016 auf dem Gemeindetag habe ich noch zum orthodoxen Rabbiner gesagt, die Demografie arbeitet für uns, wir können jetzt drüber reden oder in 10 Jahren. Aber also man sieht einfach daran, dass jüdische, also es gibt einfach viele Menschen, die sich nicht wohlfühlen. Und es sind natürlich nicht nur die Patrilinearen, sondern es sind natürlich auch die Partnerschaften, die damit zu tun haben. Also das heißt, wenn ich, egal ob als Frau oder als Mann, einen nichtjüdischen Partner habe oder eine nichtjüdische Partnerin und ich bin mit der nicht willkommen in meiner Gemeinde, dann kann ich denjenigen zur Konversion drängen oder ich gehe nicht mehr hin. So, das ist, was passiert. Und deswegen glaube ich, es bilden sich Netzwerke. Das sind keine Netzwerke von Patrilinearen, aber das sind Netzwerke von Menschen, die sich jüdisch identifizieren und keine Gemeindemitglieder sein möchten oder können. Okay, dann gehen Netzwerke tatsächlich auf deine Rechnung. Ja, nein, das war was auch denkst das war du dazu? Für das Angebot quasi neben den Gemeinden gemeint. Und um das jetzt nochmal einen anderen Aspekt zu bringen, ich habe ja einige Leute interviewt und habe sie auch gefragt, warum wollt ihr übertreten? Und da gab es natürlich ganz schön viele, viele unterschiedliche Antworten. Zum Beispiel, ich habe als Jude gelebt und möchte gern als Jude sterben. Oder mein Lieblingsbeispiel war von einem, der mir erzählt hat, wie sehr er alles gemacht hat, um Jude zu werden. Also er war sogar 2 Jahre in der Yeshiva in Jerusalem, er hält den Schabbat und so weiter und so fort. Dann habe ich ihn gefragt, warum machst du die Status? Nein, darum ging es jetzt nicht. Nein, warum er die Statuserklärung braucht. Und dann sagt er, er möchte gerne auf der Steuererklärung stehen haben, dass er Jude ist. Letztendlich, denke ich, ging es allen aber doch darum, quasi etwas zu klären, was sie schon ihr Leben lang sind. Und das ist eben neben der Religiosität der Punkt gewesen. Also kam ja auch sehr in meiner Studie raus, dass sie in allen möglichen Punkten eine jüdische Identität haben, diese Vaterjuden, aber eben nicht unbedingt eine religiöse jüdische Identität. Und dieser Giur ist was Religiöses. Und dadurch, wenn es jetzt andere Andockpunkte gibt, geht man die eben auch so rum. Aber die religiöse Identität fehlt auch deswegen, weil die jüdisch-religiösen Institutionen es verpasst haben, ihre Hausaufgaben zu machen. Das heißt, also nicht ausschließlich. Doch, das würde ich aber schon sagen, weil wenn man es nämlich verpasst, die jüdischen Kinder zu bilden und denen, dann bringen sie jüdische Identität mit, aber eben nicht die religiöse Identifizierung, weil die passiert natürlich in den Gemeinden und in den Synagogen. Und wenn diese Väter wahnsinnig religiös wären, dann würden sie in der Regel vielleicht oder mit einer anderen Wahrscheinlichkeit dafür sorgen, dass ihre Frauen konvertieren. Tun sie aber nicht. Das heißt, es sind häufig säkularere Familien, in denen Religion keine ganz prioritäre Rolle spielt. Und in dem Moment, wo die Kinder eben nicht in die Gemeinden gehen können, kriegen sie diese religiöse Bildung nicht mit. Das ist schon, glaube ich, was man beobachten kann. Also wir können jetzt mit dem Gemeindebashing anfangen und den ganzen Abend hier sitzen, weil die Gemeinden haben wirklich vieles verpasst. Auch die funktionierenden Gemeinden, die weltlich sind, die nicht religiös sind. Die haben einfach A, Sachen verpasst, B, es gab nicht genug Kultuspersonal in Deutschland bis Anfang der 2000er. Und deshalb konnte man auch die Leute nicht immer integrieren. Es ist nicht immer die Schuld der Rabbiner, weil es gibt 100 Gemeinden und vielleicht haben davon ein Drittel einen Rabbiner Vollzeit. Also ich muss auch sagen, das hat sich unheimlich verändert. Ich glaube, die Generationen, zumindest die ich untersucht habe, waren in einer Zeit groß geworden, in denen es lediglich Einheitsgemeinden gab in Deutschland. Jeder hat eine Ablehnung erfahren von einer orthodoxen Einheitsgemeinde oder irgendeiner orthodoxen Institution. Was heute viel, viel leichter ist mit einem liberalen Judentum, mit so vielen russischsprachigen oder ehemaligen Sowjetunionseinwanderern, die eben ja auch diese Problematik mitgebracht haben. Also ich denke, da hat sich viel mehr aufgebrochen und so Familien wie unsere Lea, die wir damals ausgeschlossen waren, wir wären ja heute in den liberalen Gemeinden mit Handkuss willkommen, sage ich.
Ja, total. Also total. Ich will auch überhaupt kein Gemeindebashing machen, sondern ich würde immer sagen, es bewegt sich total viel und es ist wirklich total viel in der Veränderung begriffen. Aber wenn man eben sozusagen guckt, was ist in den letzten 30 Jahren gelaufen bei den Menschen, die jetzt eben auch erwachsen werden oder ja, dann, nein, ich meine, dann erzählen das ganz viele. Und ich meine, die Migrantinnen, die eben als Kinder gekommen sind, das sind, also für mich, die ich ja das jetzt gar nicht empirisch ausgewertet habe, weil ich eben keine Sozialwissenschaftlerin bin, die aber versucht hat, Menschen zu vernetzen und deswegen einfach total viel Geschichten gehört habe, war das die tragischste, zu sagen, ich komme nach Deutschland, ich entwickle hier eigentlich eine jüdische Identität, weil ich als Jüdin komme oder als Jude komme und dann gehe ich zu einer jüdischen Institution, um zu hören, du bist aber gar nicht jüdisch, Ed. So, und das sind Geschichten, die man immer wieder hört in Variation und darauf auf diese neuen Quantitäten wurde dann natürlich auch anders reagiert. Mhm. So. Und trotzdem ist es auch so, dass auch vor 89 nicht alles schwarz und weiß war, mhm. weil natürlich gibt es auch mit den ganzen DPs in den 50er und 60er Jahren ganz lange ganz viele pragmatische Lösungen, die aber so unter einem so Mantel von Stillschweigen irgendwie gehandhabt werden. So. Wir bewegen uns jetzt, die Berliner Lösung, du kannst uns gleich verraten, wir bewegen uns gerade ganz schnell, merke ich, von einem Thema zum anderen. Wir waren gerade bei der, bei den Gemeinden, bei der Konversion, jetzt sind wir bei den Einwanderern. Ungefähr 90% der Jüdinnen und Juden, die in Deutschland leben, kommen aus der ehemaligen Sowjetunion. Wenn man über das Thema Vaterjuden spricht, dann betrifft das ja hauptsächlich diese Gruppe von Menschen. Ruth, ich fand das spannend, dass du, während du deine Arbeit gemacht hast, ausdrücklich geschrieben hast, dass du Leute mit dem russischsprachigen Background nicht mit reingenommen hast in dein Sample, sondern bei dir geht es um Leute, die, genau, die gleichzeitig den Status, wenn man das so salopp formulieren möchte, des Opfers und des Täters mit sich tragen. Und vielleicht kannst du uns ein paar Worte darüber sagen, wie geht man mit diesem Spagat um bei dieser Zielgruppe? Also ein Hauptergebnis meiner Arbeit, das sehr gelobt wurde, war der Generationenunterschied, den ich rausarbeiten konnte. Und zwar das, also ich habe tatsächlich diese Frage gestellt, weil ich wusste nicht, wie ich an das Thema rangehe. Wie gesagt, es gab nichts dazu. Ich habe ein bisschen gegoogelt, habe mich Monate damit beschäftigt. Worüber soll ich jetzt eigentlich, was will ich denn genau wissen? Will ich wissen, wer ist Jude? Will ich wissen, wer gehört dazu? Will ich wissen, was heißt es, Jude zu sein? Und bin dann eben dazu gekommen, dass ich gesagt habe, meine Ausgangsüberlegung ist einfach, wer nur einen jüdischen Vater hat und auch, also auch nur einen jüdischen Vater hat und in Deutschland geboren ist, der wird doch in irgendeiner Form eine jüdische Identität entwickeln. Das hat ganz viel damit zu tun, was von Yalta ja heute auch gesagt wird, was eine jüdische Identität ist, die wir heute gar nicht mehr wollen als jüdische Identität. Also da geht es um die üblichen Zuschreibungen, so als Jude muss man Antisemitismus und muss man Shoah und muss man Israel und so, also diese Themen abhandeln. Und all diese Themen können meine Vaterjuden abhandeln, erstaunlicherweise nicht die, die Halbjuden waren, also die Kriegsgeneration. Ich hatte die Kriegsgeneration mit dabei, und also 1922 geboren, 1926 geboren, und die haben sich als Christen gesehen. Also die sind mit ihren Müttern christlich groß geworden, haben sich selbst als halbjüdisch oder jüdische Mischlinge bezeichnet im Nachhinein, haben sehr viel erlebt, wie ihre Eltern oder Großeltern unter der tatsächlichen Verfolgung leiden mussten, aber haben ein christliches Selbstverständnis. Und erst diese Generationen, die danach kamen, ich würde sagen bis in die 70er, vielleicht sogar 80er Jahre, haben eben ein jüdischeres Selbstverständnis bekommen, was eben auch in der Differenz zu nichtjüdischen Deutschen liegt, das an vielen Punkten eben mit dieser jüdischen Identität so dann aufkommt. So, also wenn man sagt, es geht um Holocaust in der Schule, haben alle diese Interviewpartner gesagt, da habe ich mich anders gefühlt als die nichtjüdischen Deutschen. Also auch dieses Expertendasein, wenn es um Israel geht, egal ob man was damit zu tun hat oder nicht. Also dieses, das sind dann so Momente, die einen in den Nachkriegsgenerationen eben jüdisch identifizieren haben lassen. Ja. Und wenn man jetzt bei der Gruppe russischsprachige Jüdinnen und Juden bleibt, siehst du da Parallelen, wenn es um Identitätskonstruktion geht und eben um Identifikation mit dem Jüdischsein?
Also ich glaube, es gibt sozusagen die Parallele ist, dass es eben eine junge Generation gibt, die aus gemischt jüdisch-nicht-jüdischen Familien kommt und sich klar als auch jüdisch identifiziert. So, die gibt es. Was, glaube ich, sozusagen eben eine Veränderung in den Diskurs bringt, ist, dass wir auf einmal über andere Mengen sprechen. Und das gibt natürlich den Leuten auch ein anderes Selbstbewusstsein. Also das heißt nicht, dass die Ausschlusserfahrungen weniger schmerzhaft sind, die machen. Aber in dem Moment, wo man das Gefühl hat, das trifft mich jetzt auch gar nicht nur alleine, sondern ich kenne auch noch, weiß ich nicht, X, Y, Z andere Leute, dann gibt es natürlich auch ein anderes Selbstbewusstsein zu sagen, ich suche mir andere Strukturen als Gemeindestrukturen oder auch zu sagen, ich entscheide auch selbst, wer meine Autoritäten sind. Und wenn ein orthodoxer Rabbiner mich nicht anerkennen möchte, dann ist es vielleicht nicht meine Autorität, der entscheidet, wer ich bin. So. Also ich habe das Gefühl, das sorgt schon für eine selbstbewusstere Haltung, als das sozusagen in der Generation, die noch so stark in der Bundesrepublik sozialisiert wurde. Ja. Genau, was ist deine Erfahrung? Ja, also zu dieser Erfahrung, also meine Erfahrung mit den russischen Juden und in mehreren Gemeinden, also mit ein paar telinären Angebot, also Informationen in Gemeindezeitungen, so Möglichkeiten zum Judentum zu konvertieren, mit verkürzten Zeiten für Patrilineäre, also für Kinder von jüdischen Vätern und dann auch Rückmeldungen bekommen von diesen Leuten und eine war so ganz klar, so eine Rückmeldung, die bei mir hängen geblieben ist, so, wieso muss ich das machen? Ich war dort Jude in der Sowjetunion, ich muss hier keinen beweisen, dass ich Jude bin. Ich bin und bleibe Jude von meinem Selbstverständnis. Kann ich auf den Friedhof fliegen, weil meine Frau jüdisch ist? Ich brauche jetzt keinen Wisch von euch, dass ich irgendwie sozusagen dazugehöre. Und auch also bei Jugendlichen auch ungefähr dasselbe. Ja, wir sind Juden, wir fühlen uns als Juden. Wir brauchen das nicht. Irgendwann schon vielleicht, aber nicht jetzt, nicht mit 20, Mitte 20. So. Ich glaube, das Zitat kommt in deiner Arbeit vor, dass jemand sagt, ich kann nicht zu der Religion konvertieren, zu der ich schon immer gehöre. Das geht nicht. Also ne, ich kann nicht zum Judentum konvertieren, wenn ich schon immer jüdisch bin. Mir haben auch einige so gesagt, was man ist, wenn man konvertiert, ist man ein Konvertit. Und wenn man liberal konvertiert, ist es eben auch nur ein halb anerkannter Konvertit. Also was verändert das denn so am Status? So? Aber so wie ich dich verstanden habe, zumindest aus deinem letzten Artikel über die Vaterjuden, sagst du, dass die Konversion quasi als Akt des Richtigstellens wichtig ist, denn in der nächsten Generation wird sich der Bezug zum Judentum dann richtig verlieren oder verwässern. Habe ich dich da richtig verstanden, ja, dass du eigentlich dafür bist? Da hast du mich sehr richtig verstanden und ich bin sehr froh über die liberalen Wege. Ich war vor 2 Wochen beim Jüdischen Zukunftskongress hier und habe dann eben auch gesagt, naja, man ist konvertiert, nicht richtiger konvertiert. Und da hörte ich dann eben über diese allgemeine Rabbinerkonferenz, dass sie auch liberale Giurim anerkennt. Und da hörte ich dann eben, dass das ja alles ganz dufte heutzutage ist und alle einen eh anerkennen und ganz lieb haben und man dazugehört. Naja, es ist ja so, dass zumindest in Deutschland, also sobald du konvertierst, bei einer der Konferenzen, orthodox oder liberal, und Mitglied einer Einheitsgemeinde bist, also oder eine Gemeinde, die dem Zentralrat untersteht, bist du Mitglied und jüdisch. Und sobald du zum Beispiel irgendwo in Buxtehude Mitglied geworden bist und nach Hanau ziehst, muss die Gemeinde Hanau dich als Mitglied aufnehmen. Ja. Nur wenn die Gemeinde Hanau einen orthodoxen Rabbiner hat, wird er sagen, okay, du bist Gemeindemitglied, alles gut, du zahlst deine Kultussteuer, kannst die Kinder auf Machaneh schicken, kannst an allen Veranstaltungen teilnehmen. Nur sozusagen im Religiösen bist du für mich trotzdem kein Jude. Warum haben die Orthodoxen so die Weisungsbefugnis? Haben sie nicht. Die erkennen also, einfach das nicht an, Punkt. Ich kann mich einfach davon freimachen. Ich kann auch morgen sagen, wenn ich Gemeinderabbiner irgendwo werde, dass ich keinen orthodoxen Konvertiten mehr anerkenne. Ich erkenne nur Konversionen von meiner Richtung an. Nur ich mache es nicht, weil halt... Okay. Ich dadurch nur noch mehr Unruhe in die Gemeinde bringen würde. Und was ich noch als Frage an dich hätte, wenn ich das noch kurz nachschieben würde, ist, gibt es ein gesondertes Formblatt für Statusklärung quasi? Ja. Also es hat sich wahnsinnig viel geändert. Das muss man jetzt wirklich mal sagen. Es hat sich echt viel bewegt in den letzten 10 Jahren. Okay, dann... Ganz kurz noch, also
ich habe jetzt keine Statistik im Kopf von der Allgemeinen Rabbinerkonferenz, aber ich glaube, ungefähr 50%, wenn nicht mehr, der Fälle, die wir pro Jahr behandeln, sind patrilineäre Fälle. Und ja, sogar mehr als 50%. Darf ich trotzdem noch was sagen? Ich weiß nicht, ob ich über meine, ich hätte noch so eine Anmerkung, weil mir das letzte Mal vor 2 Wochen nach dem Podium kamen einige auf mich zu und haben mir dann ihre Geschichte erzählt, weil auf dem Publikum, also aus dem Gespräch kam so, dass alles ja eigentlich ganz gut ist, so wie es jetzt auch wieder kommt, und dann kommen diese ganzen Einzelschicksale. Eine Sache fand ich ganz, ganz spannend zu hören. Kostet es Tausende von Euro, die Allgemeine Rabbinerkonferenz zusammenkommen zu lassen, dass die einen Giur durchführt? Also 10.000. Muss man das selbst bezahlen? Das sind so Fragen, die dann so auf mich zukommen. Was heißt selbst bezahlen? Ich meine, die Leute, es gibt eine Gebührentabelle. Okay. Und ganz ehrlich, wenn jemand einen Vollzeitjob hat, so... Dann kostet das auch was. Da kostet es halt eine Summe. Wenn ein Student kommt und sagt, ich habe halt irgendwie BAföG, dann kostet es halt viel, viel weniger. Okay. Wenn ein Schüler kommt, der noch zur Schule geht, kostet es vielleicht dann gar nichts. Also, es ist nicht, also nur was mir so aufgefallen ist, ist einfach, dass die Kommunikation dessen, was möglich ist und dessen, was gangbar ist, ganz schön schlecht ist. Und das liegt natürlich auch darum, dass es so viele individuelle Lösungen gibt, habe ich den Eindruck. Könnte sein, aber... Ich finde es sehr interessant, entschuldige, ich wollte nicht unterbrechen, aber jedes Mal, wenn man über dieses Thema spricht, ich nehme mir jedes Mal vor, jetzt reden wir über die Identität, jetzt reden wir über die Selbstbezeichnung. Und jedes Mal landen wir aber bei den Gemeinden, das heißt, ich habe den Eindruck, dass wir uns immer wieder von irgendjemanden abgrenzen müssen. Also ich sage jetzt wir einfach, weil ich mich gerade damit identifiziere. Und warum arbeitet man sich immer wieder ab an den Gemeinden? Das ist jetzt eine rhetorische Frage, keine konkrete Frage an euch. Ich wollte jetzt eine letzte Frage an euch alle drei stellen. Wenn wir sagen, hast du Lea gerade gesagt, wir sind jetzt viel weiter gekommen. Wenn wir viel weiter gekommen sind, vielleicht versuchen wir auch tatsächlich mit neueren Herangehensweisen zu arbeiten. Ruth, du schreibst ja, du arbeitest tatsächlich mit rassismuskritischen, diskriminierungskritischen Theorien auch. Zumindest verwendest du sie in deinem Buch. Ja, ich? Ja, okay. Genau. Jetzt du. Du. Oh, oh, und ja, okay. Meine Frage wäre, und du schreibst, du und du auch, von einer doppelten Ausgrenzung innerhalb quasi der jüdischen Community. Und dann gibt es auch zur Schreibung von der Mehrheitsgesellschaft, Jude zu sein. Man wird aber gleichzeitig ausgegrenzt. Also gibt es, kann man solche Prozesse mit anderen Phänomenen der einer Gruppenbenachteiligung, einer Ausgrenzung, vielleicht auch einer Diskriminierung vergleichen? Sieht ihr da Parallelen? Vielleicht alle drei ein paar Worte. Oder ist das ein Phänomen, das komplett nicht vergleichbar ist? Ich habe auf einer Konferenz über Antisemitismus-Erfahrungen mal herausgearbeitet, wie es ist, quasi aufgrund seiner Biologie ausgegrenzt zu sein. Dann ist mir aber sehr schnell klar geworden, dass es heute nicht mehr über Identität eigentlich so sehr geht, sondern um Zugehörigkeit. Und zum Judentum gibt es einfach gewisse Zugehörigkeitsregeln, wie es die für eine deutsche Staatsangehörigkeit oder für einen Fußballverein gibt. Also würde ich sagen, da bin ich sehr schnell wieder rausgekommen. Ja, sonst, also ich glaube, man wird sein Leben lang einfach nicht mehr los. Man ist ein Bastard, man ist vielleicht sowas wie ein Mamser es mal war. Man kann das für sich selbst klären, aber man wird immer eine uneindeutige Geschichte haben. Vielleicht, wenn man als Kind konvertiert wird, nicht. Ich habe von der Möglichkeit eines Baby-Giur gehört und ich denke, dann wird man das vielleicht nicht haben. Aber ich würde es gern ein bisschen positiver mal wenden. Also um jetzt mal ein bisschen nochmal die Kurve zu kriegen, Ruth. Also ich glaube, es gibt sozusagen eine gemeinsame Erfahrung mit allen anderen Menschen, die sowas wie eine Hybrid Identity haben, also die einfach mehrere kulturelle oder religiöse Hintergründe haben, weil wir reden ja auch immer nur über den jüdischen Hintergrund. Es gibt da ja in der Regel dann noch ein anderes Elternteil, was ja auch Geschichte mitbringt, Familiengeschichte mitbringt, Kultur mitbringt, vielleicht Religion mitbringt. Das heißt, es gibt einfach mindestens mal doppelte Familienbiografien und Bezüge, oft auch noch mehr als zwei. Und
Das ist natürlich für alle Menschen ähnlich, die das kennen. So, da gibt es halt schon Überschneidungen, dass man natürlich immer dann aneckt, wenn so Kategorien so sehr binär funktionieren. Ja, also Migrant oder Deutsch oder so oder so oder so oder jüdisch oder nicht jüdisch. Und dann ist es natürlich schwierig mit solchen hybriden Identitäten. Und gleichzeitig ist es eben so, dass wir schon über eine sehr, sehr spezifische Konstellation sprechen in Deutschland. Das muss man natürlich schon klar machen. Und wenn wir, ich würde gerne zwei Sachen, um das so ein bisschen zu beleuchten, noch dazu sagen. Das eine ist, wir haben ja auch ganz viele gemischte Familien, wo die Mütter jüdisch sind und die Väter nicht jüdisch. Und auch das sind ja Mixed Families, die in Deutschland häufig eine doppelte Familiengeschichte mitbringen. Das heißt, eine Familiengeschichte, die auf die Täterseite zurückgeht und auf eine, die auf die Opferseite zurückgeht, potenziell, ja, wie die jetzt individuell genau aussehen. Und es gibt wahnsinnig wenig Raum, über so eine doppelte Familienbiografie zu sprechen. Sowohl bei patrilinear als auch bei matrilinearen Jüdinnen und Juden. So, das ist das eine. Und das andere ist, dass wir ja auch einfach von einer transgenerationellen Traumatisierung ausgehen müssen. Und da ist es tatsächlich einfach so, dass diese jüdischen Väter ja nicht nur irgendwie ihrem Judentum gleichgültig gegenüberstehen, wenn sie zum Beispiel ihre Kinder erziehen, sondern ein Faktor, der mir immer wieder begegnet ist, dass es natürlich gerade für Männer, die eben während dem Krieg oder in der direkten Nachkriegszeit geboren wurden, auch ein Faktor ist, die Kinder aus dem Judentum rauszuhalten, um sie in Sicherheit zu bringen. Ja, und das ist was, ich meine, das ist total tragisch, aber das ist auch was, was Väter sagen. Ja, es ist doch gut, dass ihr nicht jüdisch seid. Ja, damit seid ihr doch viel sicherer, als wir es waren. So, und das ist natürlich spezifisch deutsch in der Aufladung. Und das ist auch nicht übertragbar dann auf andere, also andere kulturelle Konstellationen. So. Ja, diesen Vergleich tatsächlich darüber, das übersieht man oft, dass die gemischten Familien natürlich auch anders herum gebaut und zusammengesetzt werden können. Ich glaube, Deutschland ist bei diesen Fragen wirklich, also auch auf der Funktionärsebene ist Deutschland so die große Ausnahme, also wer oder was als jüdisch zählt. Also wenn man so die weltweit guckt, so zum Beispiel die Jewish Agency oder Maccabi, wird überall immer die Einwanderungsregel angewendet. Also sozusagen Jude, also mitmachen bei der Maccabiade, bei den jüdischen Weltsportspielen kann jeder, der das Recht auf Einwanderung nach Israel hat. Oder auf ein dieses Birthright Taglit kann jeder mitfahren, der das Recht hat, Aliyah zu machen, Einwanderung. Wäre Ben-Gurion Rabbi gewesen, wäre das Problem anders. Ja, wäre es anders. Aber in Deutschland ist es wirklich so, und das ist wirklich die Ebene der Funktionäre, ist, wir sagen, jüdisch, also jüdisch und mitmachen bei diesen ganzen Veranstaltungen kann nur der halachisch jüdisch ist. Und ich glaube, das Problem ist einfach nur, dass die Funktionäre irgendwann da oben sich Gedanken darüber machen sollten. Wollen wir, dass die Gemeinden wieder sozusagen kleiner werden und irgendwann verschwinden? Oder wollen wir irgendwie eine Lösung finden für die andere Hälfte, die halt patrilinär sind und die irgendwie in die Gemeinden integrieren? Mithilfe der Rabbiner, mithilfe der Konferenzen, der Rabbinerkonferenzen, mithilfe von Bildungsangeboten, aber vor allem durch Inklusion, indem man sagt, okay, wir öffnen die Gemeinden auch für die patrilinären Leute. Ich würde jetzt gerne die Runde öffnen für das Publikum. Ein bisschen Zeit haben wir noch, falls jemand Fragen hat, bitte. Hier vorne ist eine Frage. Das Mikro kommt gleich. Es gibt inzwischen einen neuen Begriff außer Vaterjuden, gefüllte Jude. Vielleicht möchten Sie in der Runde etwas dazu sagen, dass ein Gemeindevorsitzender einer jüdischen Gemeinde selbst zugibt, dass er kein Jude war? Und ich kann mir gut vorstellen, weil wenn man mit vielen Gemeinden spricht, da gibt es sicherlich viele solche Fälle, denn in vielen Jahren nach dem Krieg wurde nicht so genau hingeguckt, wer wo was konvertiert hat. Und es wird in allen Gemeinden gemunkelt, wer ist ein richtiger Jude und wer hat irgendwelche keine richtigen Papiere oder auch bei Zuwanderern. Vielleicht könnt ihr das darüber was sagen. Ich antworte mal mit ein bisschen Sarkasmus.
Wir brauchen keine Antisemiten, wir brauchen keinen Hass von außen, wir hassen uns selber innen drin gut genug. Und wenn einer dem anderen nicht passt, dann wird auch gemunkelt, dass er irgendwie nicht ganz koscher ist, dass da irgendwelche Papiere nicht in Ordnung sind. Und sobald irgendwie Wahlen, vor allem wenn Wahlen in den Gemeinden anstehen, geht's los. Also wer ist dann jüdisch, wer ist nicht jüdisch, wer ist gut, wer ist nicht gut, wer hat die Kultussteuer bezahlt, wer hat sie nicht bezahlt. Normal, Normalität, Alltag. Ja, aber ich finde es also deshalb einen guten Einwand, weil es zeigt, worüber wir hier eigentlich reden. Und wir reden eigentlich über Anerkennung. Und die Frage ist nicht, muss jemand ein Gyur machen oder muss jemand nicht ein Gyur machen, sondern sind die Türen offen für ihn oder sind sie es nicht? Und die Türen sind auch deshalb nicht offen, weil diese Debatte darüber, wer eigentlich echter Jude ist und wer richtiger Jude ist und wer was aus welchem Grund faked, so aufgeladen ist und auch instrumentalisiert wird, um eben ne, irgendwelche, weiß ich nicht, also ne, unliebsamen Menschen, denen auch zu schaden. Und das ist total aufgeladen davon. Und natürlich ist genau das für, und ich kann das irgendwie aus ganz vielen Beispielen sagen, dass man einfach den gemischten Partnerschaften total oft denen total despektierlich begegnet wird. Und dabei sind in den Gemeinden total oft die nicht-jüdischen PartnerInnen diejenigen, die das jüdische Familienleben total unterstützen, auch wenn sie selber keinen Gyur machen. So. Und diese ganze total nervige Frage, ja, ich meine, das gibt es bestimmt und es gab es immer und man findet das in dieser wahnsinnig guten Dissertation zu Konversionen nach 45. Alina, du weißt du, wie der Titel des Buches ist? Mir fällt es gleich wieder ein. Es gibt eine wahnsinnig gute Dissertation, die dazu geschrieben wurde, ich glaube, die wurde vor 2 Jahren veröffentlicht, zu Konversionen in Westdeutschland nach 45 bis heute. Barbara Steiner, genau. Und das Buch kann ich nur empfehlen. Und da wird es sehr deutlich, dass natürlich gerade nach 45 die Angst wahnsinnig groß war, dass deutsche Nazitäter sich in den Gemeinden Schutz verschaffen, indem sie als falsche Juden dort unterschlüpfen. Und es gab diese Fälle. Punkt. Es gab diese Fälle. Dass es diese Fälle gab und dieser Verdacht jetzt auf Leute projiziert wird, die ganz klar aus Familien kommen mit Verfolgungsbiografien, ist natürlich für diese Menschen umso schmerzhafter. So. Okay, danke. Noch mehr Fragen? Hallo, danke für den Vortrag an alle. Ich bin auch selbst Vaterjüdin, deswegen fand ich es besonders spannend heute. Und je nach Situation bezeichne ich mich entweder als Deutsche oder als Jüdin. Meine Frage an euch wäre, als ich, seitdem ich ein Kind bekommen habe, das ist noch ganz klein, spiele ich immer wieder mit dem Gedanken, aber Gyur zu machen und was wäre sozusagen, und ich habe immer wieder so ein paar mein C immer wieder reingetippt und dann war ich dann doch wieder so, oh, hat sich keiner gemeldet oder so, ich weiß nicht, ob ich willkommen bin. Was wäre eure, oder wahrscheinlich, was sind eure Erfahrungen, was würdet ihr mir raten sozusagen als nächste Schritte, soll ich mich mal mit jemandem treffen oder ganz so ganz konkret, wenn ich jetzt mit dem Gedanken spiele? Das ist ja total süß. Das ist vielleicht dein Ding. Ja, also melden Sie sich bei einer Gemeinde, schreiben Sie die Rabbiner dort an, fragen Sie, ob die Zeit dafür haben. Weil Sie müssen auch bedenken, die meisten von uns, also es ist nicht so, dass wir den ganzen Tag sitzen und irgendwie die Beine hochlegen. Wir haben schon viel zu tun in der Gemeindearbeit tagtäglich und nicht alle sind Vollzeit als Rabbiner tätig. Also es ist mein bestes Beispiel, ich bin nur 10 Stunden die Woche als Rabbiner tätig, den Rest mache ich halt andere Sachen. Man kriegt nicht immer eine Antwort, weil einfach die Leute überlastet sind. Aber ja, gucken sich wo Sie wohnen, das an, schreiben Sie die Gemeinde an. Ich habe super Erfahrungen damit gemacht, um nochmal konkreter dann zu werden. Also das kann ich nur von mir persönlich sagen. Die ich interviewt hatte, diese Zwischengeneration, die haben ihre Kinder alle nicht jüdisch großgebracht, aber jetzt gibt es eine Generation von Vaterjüdinnen, die ihre Kinder tatsächlich andocken an Gemeinden. Bei mir persönlich war es so, ich lebe in München und bin schon immer so ein bisschen dann in die Liberale. Wir haben eine liberale Gemeinde gegangen. Und als sie in der Schule versucht haben, ich komme nicht aus Bayern, lebe jetzt aber in München, und da haben die versucht, mein Kind für mein Empfinden zu christianisieren. Und dann sind wir tatsächlich Mitglieder der Gemeinde geworden, was unser Rabbi total gut fand. Und der kennt meine Kinder, der kennt uns. Die eine sagt, ich glaube an den Mist nicht. Dann sagt der Rabbi, es macht nichts, kleine Golde. Die Atheisten sind eine Säule der Juden. Und die andere...
Und die andere, die ist jetzt 9, die sagt, sie möchte unbedingt gerne jetzt auf eine jüdische Schule gehen, um Hebräisch weiterzulernen und mit der Bat Mitzwa eben Jüdin zu werden. Ich finde das einfach unheimlich schön zu sehen, dass beides geht. Also als offene Möglichkeit. Genau. Und hier in Berlin gibt es ja, glaube ich, noch mehr Möglichkeiten. Danke für diese ermunternden Worte. Wie heißt denn der Rabbiner, der das gesagt hat? Das müsste Tom Kutschera. Ach, Tom Kutschera. Das müsste man öfter zitieren, finde ich. Er ist auch toll. Er sagt über Vaterjuden, das sind nicht-Juden. Und solche. Also es ist immer sehr spannend, mit ihm zu reden. Okay. Für eine letzte Frage haben wir noch Zeit, bitte. Was war mit der Bemerkung gemeint, wenn Ben-Gurion Rabbiner gewesen wäre? Resultiert daraus? Ich würde sagen, Ben-Gurion, vielleicht liege ich auch falsch, hat doch das, also eigentlich diese Idee gehabt, dass wer im Nationalsozialismus verfolgt gewesen wäre, eben auch ein Recht hat, in Israel zu leben und wäre jetzt, also und daraus nicht? Das Rückkehrgesetz wurde dann später so geändert, dass es dann tatsächlich darin hieß, bis zum Großvater, aber das war ja ursprünglich trotzdem seine Idee mit dem Staat Israel, dass der eben ein Schutzraum ist, auch für diese. Egal sagt, ne, weiß nicht. Also so wäre es mir, in diesem Sinne habe ich das gemeint, dass wenn er nicht nur den Staat, sondern wenn er als Rabbiner gewesen wäre, hätte er gleich mitgedacht, dass bis zum Großvater hin man möglicherweise eben sich als Jude verorten möchte. Ich glaube, man hört Sie nicht ohne Mikro. Möchten Sie dazu noch eine kurze Anmerkung? Also wenn man schon von Ben-Gurion spricht und Judentum, Ben-Gurion hat seine Frau, glaube ich, in New York geheiratet, weil er nicht bei dem orthodoxen Rabbinat in Israel heiraten wollte. Und sein Sohn Amos, der Polizeipräsident war, hat sich in eine Engländerin, in eine Christin verliebt. Die Mutter war empört und der Vater hat versucht, seinen Sohn irgendwie einzureden, er soll jemand von uns heiraten. Aber am Ende hat sich Ben-Gurion verliebt in diese christliche Ehefrau seines Sohnes und sie ist gerade vor einigen Tagen gestorben mit 94 Jahren. Sie ist nach Israel gegangen und Ben-Gurion hat sie sehr, sehr geliebt und vielleicht soll man das auch als positives Beispiel nennen. Also es wird aus diesem Kommentar klar, dass auch die Väter durchaus sehr ermutigend wirken können und die jüdische Tradition unterstützen und bei der jüdischen Sozialisation durchaus ein Wort mitzureden haben. Und ich habe mich sehr gefreut über das Panel heute. Wir haben über die Identität gesprochen, über Empowerment, über Selbstbezeichnung, aber auch über die Institution, über die Struktur. Wir haben versucht zu kontextualisieren, über Deutschland und über andere Kontexte gesprochen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei den Panelistinnen und auch bei dem Publikum. Vielen Dank. Und ich möchte Sie euch herzlich einladen, ins Foyer zu kommen. Wir haben heute den ersten Abend des jüdischen Lichterfestes Hanukka und gleich wird Konstantin Pahl die erste Hanukka-Kerze anzünden und die musikalische Begleitung wird uns begrüßen.